Willkommen zurück zu Lego Harry Potter Jahr 3. Wir sind im Hogwarts Express. Gefährliche Dementoren greifen an. Und wir, so, werden es hoffentlich alles hier schaffen. Aber Hermine macht das schon, ne? Und Professor Lupin ist auch bei uns. Noch wissen die Kinder gar nicht, wer das ist. Aber er kann die gruseligen schwarzen Dinger. Die sich Dementoren nennen, besiegen. Und das ist ganz gut. Denn Harry, der arme Harry, ist anscheinend angegriffen worden. Achso, jetzt kann er hier durch wegen dem... Ja, okay, wegen dem ganzen Mondlichtkram. Dann lauf mal, Lupin, lauf. Oh, so, jetzt aber... Ach nee, Quatsch, das ist Lumos. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen die Dementoren mit Expecto Patronum wegzaubern. Level abgeschlossen. Das ging ja fix und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich nicht genug Punkte eingesammelt habe. Egal. Nein, ich bin kein Barretto, das macht aber nichts. Oh, ja, 81%. Ganz, ganz miserabel. Aber ich konnte da auch nicht viele Punkte sammeln. Habt ihr ja selber gesehen. Müssen wir den 70 setzen und bla bla bla. So, wir machen mal ein bisschen schneller hier. Zack, zack. Nicht lange die Zeit vertrödeln hier. Wir wollen wissen, wie es weitergeht mit Harry. Zurück in Hogwarts. So, wie gesagt, zurück in Schloss Hogwarts. Haben die Kinder erfahren, wie gesagt, dass Harry erstens nicht von der Schule verwiesen wurde, weil er gezaubert hat. Nein, sie haben auch einen neuen Lehrer gegen die Verteidigung der dunklen Künste. Und... Und... Hallo? Achso, ich habe hier den Zauber noch gar nicht aus. Ich kann die Bücher wieder zurück ins Regal. So, jetzt aber. Das soll ja hier alles seine Ordnung haben. Und, ja, das ist zufällig halt der Professor Lupin, den sie da im Zug kennengelernt haben. Der ist jetzt der Verteidigungslehrer. Das ist sehr, sehr schön. Der Lupin ist nämlich auch ganz netter. Da freuen sich die Schüler ja auch glatt. Und wir folgen einfach mal dem Geisterpfad des Quests. Und schauen mal, was uns erwartet, denn der Lupin wartet hier auch schon auf uns und möchte uns jetzt ein bisschen was beibringen. Ach, das ist schön. Eine sehr tolle Stunde mit Lupin. Er bringt ihn nämlich bei, wie man mit einem Irrwicht... War doch ein Irrwicht, oder? Wie erkläre ich das jetzt erstmal? Diese Wesen zeigen einem an, wovor man am meisten Angst hat. Und das Ding steckt in dem Kleiderschrank da vorne. Und dann kommt der raus und zeigt sich als das, wovor man halt am meisten Angst hat. Und um diesen Irrwicht zu besiegen,
oder ja, möglichst lächerlich zu machen, muss man sich auch etwas Lustiges denken. Man darf nicht nur an das denken, was einem Angst macht, man muss auch an das denken, was es irgendwie lächerlich machen könnte. Und da Neville Longbottom, den wir gerade gesehen haben, wahnsinnig Angst vor Snape hat, Professor Snape, kommt natürlich dieser dann aus dem Schrank raus. Aber er denkt auch zugleich an die Klamotten seiner Oma und das bringt ihm halt Lupin bei. Und dann hat halt Professor Snape dann die Klamotten der Oma an, was sehr lustig aussieht. Und wenn dann alle wieder lachen, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Und der Irrwicht geht zurück in seinen Schrank und dann ist der Nächste dran. Und dann, was weiß ich, müssen die noch wahrscheinlich irgendeinen Zauberspruch sagen. Ich weiß den jetzt gerade nicht mehr. Und ja, muss ich mir mal hier kurz das Dings merken. Reihenfolge. Okay. Ja, und das ist natürlich nicht einfach. Wir haben ja alle vor irgendetwas ganz Bestimmten Angst, aber so besiegt man ihn am besten. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, wie fast alle Ideen aus Harry Potter. Und hat auch diese irgendwie so einen tollen Wert, wie man mit Ängsten zum Beispiel umgehen kann. Weil die Dinge halt schon gleich nicht mehr so schlimm sind, wenn sie natürlich lustig sind. So, ich muss jetzt aber, nachdem ich hier die Lampen gemacht habe, 3 von 4, okay. Noch eine, die da vorne, dann kriege ich bestimmt ein Wappen, ne? Ja. Wo ist das? Da. Nee, ich krieg. Was krieg ich? Ich kriege Bahnhofswache. Toll. Hey. So, gut. Also, Hermine ist aber dran. Halte X und wähle Ridiculus. Ach ja, das war der Zauber. Okay, Ridiculus. B. Ja, und wo habe ich den Zauber? Da. Nee, das ist Krummbein. Ich kann Krummbein holen? Das wusste ich ja gar nicht. Wo haben wir denn jetzt hier Ridiculus? Ist das das, ja? Ja? Habe ich es jetzt erledigt? Okay. Dann ist Ron jetzt dran. Ron hat Angst vor Spinnen, denkt aber halt an Rollschuhe und haha, jetzt hat die Spinne Rollschuhe an. Voll lustig und das fällt dem Irrwicht natürlich gar nicht. Zack, ist er weg. So, können wir das nochmal machen? Ach, der muss jetzt ein paar Mal üben, ne? Wir müssen das jetzt ein paar Mal machen. Ridiculus, okay. Ups. Jetzt wurden wir selber angezaubert. So, jetzt hat er 3 Mal gemacht. Reicht doch. Reicht doch. So, jetzt ist Hermine dran nochmal. Ridiculus. Prima. Das ist jetzt in unserem Inventar der Zauber. Jetzt wissen wir auch wieder, wie er heißt. Ja, vielen Dank für den Stein. Toll. Was ist mit Harry? Ach, Harry darf ja nicht. Snape kennt ja Harry Potter auch natürlich so ein bisschen und hat Angst, dass er bei diesem Unterricht natürlich das dann Voldemort erscheint. Aber in Wirklichkeit fand Harry die Dementoren am blödsten. Und hatte vor denen jetzt Angst, weil die hatten ihn irgendwie so angegriffen und das war viel blöder für Harry. So. Ich will aber noch gar nicht zurück. Ich möchte eigentlich gerne den blauen da oben haben. Wie kommt man denn da ran? Wie komme ich da oben hin? Wie kommt man denn an den doofen blauen Stein? Da ist ein Stuhl, aber irgendwie... Ich bezweifle, dass ich da irgendwie oben rankomme. Voll gemein eigentlich, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Haben wir jetzt hier alles? Ja, ich glaube, das Spinnennetz hatte Hermine auch schon kaputt gemacht. Die Tische. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt. Wir können Ridiculus, wir können damit umgehen. Mit unseren Ängsten. Allerdings noch nicht mit Dementoren. Das weiß Harry auch. Und davor hat er ja leider aber auch Angst. Voldemort ist es ja gar nicht, sondern... Ne? Wenn so ein Dementor wieder auftaucht,
Das ist schon übel. So, Sir Nicholas, kannst du dann mal... Kommen wir jetzt hier hin? Sollen wir jetzt hier rumirrwichten? Nö. Ach, der kann den Zauber noch gar nicht. Warum kann er den denn nicht? Warum kann Harry den denn nicht? Können jetzt nur die anderen den? Was soll das denn? Ja, nur die können den... Warum? Warum? Und ist das hier so ein Parselsprechding oder was? Ich stehe hier noch nicht so ganz, wie wir das jetzt hier schaffen sollen. Aber eigentlich sollen wir da doch hin. Was wollt ihr jetzt hier von mir? Hm. Da ist ein Schloss dran und ich soll da aber hin. Wie merkwürdig. Vielleicht können wir aber auch an den Schränken jetzt... Oder muss Harry da das auch nochmal lernen? Nee, irgendwie... Doch nee, oder? Und hier wollte ich auch gar nicht hin. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, so ein Unfug, den ich hier manchmal mache. So. Vielleicht doch nochmal es Harry lernen lassen? Kann der dann vielleicht... Aber jetzt ist die Tür auch zu. Nee, jetzt ist sie offen. Okay. Können wir da nochmal hin? Harry kann das doch noch gar nicht. Nur weil er da nicht mitmachen durfte? Komm, üb mal. Hey, ich kann das Buch noch anzaubern. Kriege ich jetzt hier irgendwie noch... Habe ich hier irgendwas verpasst? Also irgendwo da... Irgendwas ist ja auch noch, ne? Ich werde wahnsinnig hier. Mit diesen ganzen versteckten Zaubern. Das macht mich echt ein bisschen verrückt hier manchmal. Ich will doch einfach nur weiterkommen. Aber anscheinend, ja... So komme ich hier auch nicht weiter, weil er kann das nicht lernen und damit hat es nichts zu tun, aber das Dings sollen wir doch auch nicht nach oben, oder? Ja, und irgendwas ist hier, ne? Irgendwas Tolles. Irgendwas schwebt hier. 4 von 4, das ist klasse. 4 von 4, da müssten wir doch eigentlich was kriegen. Wo schwebt das denn hier? Guck mal hier. Parvati Patil haben wir jetzt bekommen, aber irgendwas anderes war hier auch noch, aber egal. Egal. So, dann komm. Das ist nichts für uns hier, Leute. Wir haben zwar noch Parvati bekommen, aber... Unser fast kopfloser Nick sagt, wir sollen da lang. Und uns... Und Nick, wie sollen wir das schaffen, wenn da ein Schloss ist? Du, wie stellst du dir das denn vor? Wir sind doch keine Geister, du. Und wenn wir nach unten einfach gehen, irgendwie geht das? Oder was? Oder Krätze hier oder so? Komm! Das ist bestimmt wieder voll einfach und ich bin zu doof. Oh, nö. Die wollen auch nicht. Das funktioniert nicht. Warum zeigt er uns denn? Der hat uns doch noch nie einen falschen Weg gezeigt. Wenn wir einfach mal nach unten irgendwie gehen? Auch können wir gar nicht, oder? Jedenfalls nicht hier. Oh! Wen haben wir denn hier? Hallo? Mach mal auf hier! Wer bist du denn? Oh. Wow! Wer ist er denn? Krass. Wir gehen mal lieber. Nee, wir sollen da hin. Hä? Und warum ist er hier? Haha. Kommt, Leute, schnell weg. Wir haben den komischen Troll geärgert. Ach, guck mal. Hier können wir jetzt irrwichten. Da ist einer drinne. Ridiculus. Los, Ridiculus, Ridiculus, Ridiculus. Geht doch. Ah, wir haben Schlüssel bekommen. Na, habe ich mir doch fast gedacht, dass wir den Zauber jetzt hier irgendwie ausprobieren sollen. Aber frag mich nicht,
Wer kommt denn auf die Idee, den... Du hast den Schlüssel gerade weggepackt, ne, du Trottel. Nimm den noch mal. Geht doch. Und hat hier irgendjemand ein Problem, oder? So. Dann nicht. Endlich sind wir drüber angekommen. Oh, hier gibt es aber viel kaputt zu machen. Und wir sollen hier schon wieder ganz viele Sachen einsammeln. Und wir können Besen fliegen. Hui! Und die Blumen zerschmettern. Okay, das ist irgendwie voll lahmarschig. Das macht auch keinen Spaß dann. So. Wo ist eigentlich Fang, unser Köter? Nee, lass mal Harry. Guck mal, der kann auch kein Ridiculous zaubern. Harry, habe ich gesagt. Komm, spring mal auf, Harry. Hier, hopsi. Galopsi. Kannst du jetzt mal Besen fliegen? Oh, Mann! Ja, Harry kann auch nicht mehr fliegen. Harry kann auch keinen Ridiculous. Was kannst du überhaupt noch, Harry? Was wird nur aus dir? Und überhaupt... Warum sammle ich die eigentlich alle ein? So, ich kann hier irgendwas auch hinzaubern. Das Blumengirlanden-Ding. Wie entzückend! Kannst du mal dahin? Genau, Wunder. Bärchen. Und dann ist hier noch einer irgendwie angekettet. Können wir dahin? Nee. Aha. So, dann den auch nochmal hoch, weil es so schön ist. Ich weiß gar nicht, wer das da ist. Ist das Professor Trelawney? Nee. Kann natürlich sein, dass wir da als nächstes zu ihrem Unterricht sollen. Aber erstmal müssen wir hier den Kochtopf fertig machen. Pack das jetzt da rein. Oh, du sollst das da reinpacken, echt. Manchmal sind die aber auch dusselig, die Lego-Figuren. Pack das rein. Sehr schön. So, jetzt nochmal die Blume hier bekommen. Nimm die Blume, Harry. Mach da keine große Sache draus. Oh, Harry kann wieder fliegen. Yay. Okay, du bist so voll Held und so. Oh, was haben wir denn hier? Oh, gar nichts, oder was? Doch. Das war doch ein Schnatz oder so. Können wir den Schnatz fangen? Komm her, du Schnatz. Wo ist er denn hin? Der war doch hier. Ich hab ihn genau gesehen. Oh Mann, oh. Mach, zerstöre alles mit meiner Wut. Ridiculous. Ridiculous. Ah. So. Aggression abgelassen. So, jetzt kannst du aber auch die Blume wieder rausholen, Harry, ne? Dem hier den Garten zerstört hast. Nimm mal einen Schluck. Brauwasser. Oh, du bist stark, Harry. So stark, dass du noch mal einen Becher brauchst. Toll. Der starke Harry. Ui, oh, jetzt dürfen wir Besen fliegen. Auf coole Art. Nicht hier so, nur irgendwie. Nee, nee. Jetzt muss Harry zeigen, was er kann. Tja, jetzt geht das los hier. Ach, die gehen jetzt kaputt, oder was? Ja, dann flieg doch da mal durch. Ach so, soll ich vielleicht von hier aus eher fliegen? So. Ja, den letzten kannst du ja auch noch mal mitnehmen, ne? Oh, das ist so, weißt du, so extra dumm.
Den haben wir bekommen. Oliver Wood. Na. Quidditch. Ja. Lehrer nicht, aber... spielt halt gut Quidditch und bringt das Harry bei und so. Toll, Harry. Toll. So, dann gehen wir jetzt, ne? Wir gehen. Hm. Ja, es ist Professor Trelawney. Ne? Ah. Hm. Ja, in ihrem Unterricht für Kunst zum Wahrsagen machen wir dann in der nächsten Unterrichtsstunde weiter bei Lego Harry Potter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Mal gucken, was der Kaffeesatz uns dann so Schönes für die Zukunft voraussagt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Bis dann.